Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich befasse mich in diesem Video mit der Herleitung der sehr bekannten Formel P gleich U mal I und werde diese nun auf ganz grundlegende elektrische Größen zurückführen. Wir sehen hier den sehr bekannten Fall. Ich lege einen ohmschen Widerstand an eine Spannung an, daraufhin wird ein Strom fließen. Und die Leistung, die hier nun in Wärme umgesetzt wird, berechnet sich, indem ich einfach die Spannung mit dem Strom multipliziere. In diesem Video leite ich nun also her, wie ich denn tatsächlich auf diesen einfachen Zusammenhang komme, und zwar aus den grundlegenden Größen der Elektrotechnik. Ich schaue mir dazu zunächst eine Ladung in einem elektrischen Feld an. Das elektrische Feld entsteht zwischen diesen beiden Platten dadurch, dass ich hier einen Elektronenmangel habe, somit einen Protonenüberschuss und somit sich hier ein Pluspol ausbildet. Und auf der rechten Seite habe ich einen Elektronenüberschuss und somit einen Minuspol. Befindet sich nun ein negativ geladenes Teilchen in der Nähe dieses Pluspols, so ist es eben mit Arbeit verbunden, dieses Teilchen in Richtung des Minuspols zu bewegen. Denn die negative Ladung wird ja von diesem Pluspol angezogen und gleichzeitig von diesem Minuspol abgestoßen, sodass eben ein gewisser Aufwand damit verbunden ist, dieses Teilchen in diesem Feld vom Pluspol zum Minuspol zu bewegen. Die Kraft, die ich dazu benötige, ist gleich der Ladung dieses Teilchens mal der elektrischen Feldstärke, die sich zwischen diesen beiden Platten befindet. Die elektrische Feldstärke beschreibt ein Kraftfeld und damit, wie groß die Kraft an jeder dieser Stellen ist, um eine Ladung zu bewegen. Die Arbeit, die ich hier verrichten muss, wird durch W gleich F mal S beschrieben. Das heißt, je größer die Kraft ist, die ich aufwenden muss, um das Teilchen zu bewegen, desto größer ist die Arbeit. Und je länger die Strecke ist, über die ich dieses Teilchen bewege, desto größer ist ebenfalls die Arbeit. Um nun von diesen Größen auf das gesuchte Gesetz P gleich U mal I zu kommen, schaue ich mir zunächst an, wie ich die elektrische Feldstärke auf eine elektrische Spannung zurückführen kann. Wir sehen hier nun abermals die beiden geladenen Platten, den Pluspol und den Minuspol. Hier ist von außen eine Spannung angelegt worden und somit stellt sich, hier durch diese Linien dargestellt, eine elektrische Feldstärke zwischen diesen beiden Platten ein. Die elektrische Feldstärke ist nun umso größer, je größer diese Spannung ist zwischen diesen beiden Platten. Ich denke, das ist recht einleuchtend, denn wenn hier nur eine Spannung von einem Volt bestehen würde, so wäre ja die Kraft, die ich aufbringen muss, um ein Teilchen von links nach rechts zu bewegen, deutlich kleiner, als wenn ich zum Beispiel 1000 Volt angelegt hätte. Andererseits ist aber dieses elektrische Feld schwächer, je weiter diese beiden Platten auseinander liegen. Das heißt, wenn die Strecke von links nach rechts, also vom Pluspol zum Minuspol groß ist, dann ist das Feld schwächer. Das drückt sich eben durch diese Gleichung aus. Die Feldstärke ist umso größer, je größer die Spannung ist und umso kleiner, je größer die Strecke ist. Also ist die Feldstärke gleich U durch S. Ich kann also nun in dieser Gleichung, die ich am Anfang erläutert habe, die Feldstärke E durch U geteilt durch S ersetzen. Das ist genau in diesem Bild geschehen. Und wir sehen hier die dabei neu entstehende Formel. Die Kraft, die ich hier aufzuwenden habe, ist also umso größer, je größer die Ladung dieses Teilchen ist. Sie ist auch größer, wenn die Spannung zwischen diesen beiden Platten groß ist. Und sie ist größer, wenn sich diese beiden Platten nah beieinander befinden. Im nächsten Schritt muss ich mich nun mit der Ladungsmenge auseinandersetzen, der Ladungsmenge Q.
die sich hier durch das klein geschriebene Q auf die Ladung eines einzelnen Teilchens bezieht. Da ich aber auch viele Teilchen bewegen kann und da das in der Praxis ja auch der Fall ist, ersetze ich nun das kleine Q durch ein großes Q. Mit dem großen Q ist also die gesamte Ladungsmenge beschrieben, die hier bewegt wird. Der elektrische Strom wiederum, auf den ich ja hinaus möchte, denn ich möchte ja am Ende die Gleichung P gleich U mal I herleiten, ist nun nichts anderes als die Ladungsmenge geteilt durch die Zeit. Das heißt, die Stromstärke gibt an, wie groß die Ladungsmenge ist, die in einer gewissen Zeit an einer bestimmten Stelle vorüberfließt. Damit ergibt sich aber auch, dass bei einer bekannten Stromstärke die Ladungsmenge, die insgesamt transportiert wird, umso größer ist, je größer die Stromstärke ist und je länger dieser Vorgang andauert. Und somit komme ich nun zur Beschreibung der Ladungsmenge über Q gleich I mal T. Ich habe ja bereits in der Gleichung F gleich Q mal E das elektrische Feld, die elektrische Feldstärke durch U geteilt durch S ersetzt und ich kann nun die Ladungsmenge Q gleich I mal T durch I mal T ersetzen. Das heißt, die Kraft, die hier insgesamt aufgebracht werden muss, um die Teilchen gegen die Kraftwirkung zu bewegen, ist die Stromstärke mal der Zeit mal der Spannung, die zwischen diesen beiden Platten anliegt, geteilt durch die Distanz dieser beiden Platten. Die Arbeit, die ich insgesamt aufzubringen habe, um die Ladungsmenge vom Pluspol weg zum Minuspol zu transportieren, ist ja gleich der Kraft mal der Wegstrecke. Und die Kraft habe ich ja mittlerweile ersetzt durch I mal T mal U geteilt durch S. Wenn ich nun aber die damit verbundene Ladungsmenge über diese ganze Strecke transportiere, so kürzt sich der Abstand dieser beiden Platten, den ich hier mit S bezeichnet habe, gegen die Wegstrecke, die ich zurückgelegt habe, heraus. Das heißt, es bleibt stehen W gleich I mal T mal U oder in der Reihenfolge vertauscht W die Arbeit, die elektrische Arbeit gleich U mal I mal T. Die Leistung P wiederum ist ganz grundsätzlich definiert als die Arbeit innerhalb einer bestimmten Zeit. Die Leistung ist also umso größer, je größer die Arbeit ist, die ich verrichte, und sie ist umso größer, je kleiner die Zeit ist, in der ich diese Arbeit verrichte. Das heißt, um von der Arbeit zur Leistung zu kommen, muss ich das W durch die Zeit teilen. Wir haben aber eben schon gesehen, dass wir die Arbeit mit U mal I mal T beschreiben können. Und da ich hier nun durch das T teile, kürzt sich dieses T aus dieser Gleichung heraus. Und siehe da, es steht hier die Gleichung P gleich U mal I. Genau die Gleichung, die ich hier herleiten wollte. Im nächsten Schritt werde ich aber noch hergehen müssen und das Ganze auf einen ohmschen Widerstand übertragen müssen. Denn an dieser Stelle habe ich ja genau das Gegenteil von dem getan, was ich beim ohmschen Widerstand vorhabe. Hier bewege ich die Elektronen gegen das äußere elektrische Feld, während ja im ohmschen Widerstand dieser Vorgang genau umgekehrt stattfindet. Das sehen wir in diesem Bild. Wir sehen hier die angelegte Spannung. Der elektrische Strom ist eingezeichnet. Hier muss ich nun allerdings genau hinschauen. Üblicherweise wird die technische Stromrichtung angegeben. Jedoch ist die physikalische Stromrichtung genau entgegengesetzt. Das heißt, wenn ich die beiden Richtungen so angebe wie hier, muss mir klar sein, dass sich die Elektronen durch diesen Widerstand von rechts nach links gegen diesen Pfeil bewegen. Wir sehen das Ganze in diesem Bild. Ich muss mir das Ganze hier nun als einen elektrischen ohmschen Widerstand vorstellen, der sich ja aus vielen Teilchen zusammensetzt. Es ist natürlich ein leitfähiges Material und die Elektronen, die ich quasi zuvor von links nach rechts auf diese Seite geschoben habe,
werden nun quasi losgelassen, denn ich lege von außen eine Spannung an und nun werden diese Teilchen in diesem Feld in diese Richtung zum Pluspol bewegt. Dabei stoßen sie auf die Moleküle dieses Materials und regen die zur Schwingung an. Und diese Schwingung, die diese Moleküle nun ausführen, sind nichts anderes als die Wärmebewegung in diesem ohmschen Widerstand. In diesem Beispiel ist es also so, dass die Leistung P vollständig in Wärme umgewandelt wird. Das ist der einfachste Fall, den ich hier betrachte. Das kann durchaus auch erheblich komplizierter sein, aber grundsätzlich lässt sich damit diese Gleichung P gleich U mal I vernünftig und plausibel herleiten. Ja, soweit zu diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte das Ganze nachvollziehbar darstellen und ich hoffe natürlich, das Video hat Ihnen gefallen und ich würde mich natürlich auch sehr über einen Daumen hoch freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.